Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Ausgabe, so muss ich sagen. Ja, heute wieder vollzählig, ihr hört, ich bin auch wieder am Start, nachdem ich jetzt ja ab und an gefehlt habe. Wir beschäftigen uns diese Woche wieder mit den Geschehnissen in Raw, SmackDown und natürlich NXT. Und bei Raw und SmackDown, ja, nicht sonderlich viel passierte, da wir ja den Share-Up hatten. Und würde sagen, wir legen direkt mal los. Bei Raw kam direkt mal Stephanie McMahon zum Ring. Und ja, wie man es hab ich sieht, wie gewohnt ist oder auch nicht, sie wurde mit Buhrufen vom Publikum empfangen. Und Stephanie kündigt dann den Best in the World an, sprich ihr Bruder Shane. Und ja, sie zwang ihn als Ringsprecher, zum Beispiel mit dem Ringsprecher. Ach nein, sie zwang den Ringsprecher, wie in der vergangenen Wochen schon eher öfters, ihn mehrfach Best in the World anzukündigen. Ja, im Endeffekt war es dann so, dass die beiden ein bisschen diskutierten über Superstar Shake-Up. Und auf einmal kam The Miz in den Ring gerannt und Shane brachte Stephanie leicht in Sicherheit. Und The Miz attackierte The Shane und im Endeffekt mit einem Stuhl. Und The Miz hatte jetzt den Platz von davon getragen. Damit endet auch schon dieses kleine Segment. Das erste Match für diesen Abend war ein 8-Mann-Tag-Team-Match. Und zwar zwischen The Viking Experience, Erin und Eva. Und die Rivals Scott Dawson und Dash Wilder. Und zwar gewannen dann The Viking Experience, durch einen Pin an Ryder nach dem Fallout mit 13 und 15. Und zwar, man kannte die beiden sogar schon, die sind unter anderem Tag-Team-Namen, unter anderem Wrestler-Namen. Und zwar sind das die War Raiders mit neuen Namen, die jetzt im Main-Roster, sprich bei Raw sind. Ja, Leute, kurzes Segment für den Anfang. Was sagt ihr dazu? Man muss ja vielleicht am Anfang noch dazu sagen, bei Shane McMahon gegen The Miz, beziehungsweise nicht gegen The Miz, aber bei dem Shane McMahon-Segment, hat er ja auch echt seine Künste, sag ich mal, unter Beweis gestellt, indem er, ich glaube, das war Französisch, Best in the World gesagt hat. Das war fantastisch. Wie die Crowd dann auch wieder mit CM Punk Chance reagiert hat, hätte man vielleicht ein bisschen mehr was draus machen können bei SmackDown, haben sie leider nicht, naja, egal. Dass The Miz zu Raw gegangen ist, glaube ich, von Anfang an klar gewesen, denn er ist ja so die Wanderhure von WWE, sag ich mal, der von Jahr zu Jahr bei Raw oder SmackDown ist. Deswegen war das, denke ich, nichts Überraschendes für mich. Und bei dem Match war ich so ein bisschen angepisst, denn die War Raiders unter dem Namen Viking Experience, WWE, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also zuerst das Segment von Shane McMahon und Stephanie. Das war schon super. Die beiden sind halt am Mikrofon echt gut. Dann kam noch The Miz dazu. Super, die kleine Prügelei. Kann man auf jeden Fall so machen. Ja, und dann, okay, The Revival, Zack Ryder, Curt Hawkins, Aleister Black, Ricochet. Haben wir nichts dagegen, nichts zu sehen. Sehe ich gerne. Aber die aktiven NXT Tag Team Champions einfach so hochzuziehen unter einem anderen Namen, sodass die aktuellen Tapings, die jetzt noch ausgestrahlt werden müssen, komplett hirnrissig sind, weil sie da noch unter dem alten Namen auftreten. Das ist absoluter Schwachsinn. Hätte man die Namen genommen, hätte keiner was dagegen gehabt. Aber The Viking Experience, Eric und Eva, das bitte ich euch. Also, das ist absolut schrecklich. Ich weigere mich eigentlich groß etwas über Eric und Eva zu sagen, denn ihr wisst alle, ich liebe die War Raiders und ich habe diesen Schriftzug mit dem neuen Teamnamen gesehen und ich habe gedacht, ich kotze gleich ins Essen. Aber ich will vorweg sagen, das war einer von zwei Punkten, von lächerlichen zwei Punkten bei Raw, wo ich gedacht habe, ich breche gleich. Der Rest war super, das mal so grober Umriss. Ja, Stephanie und Shane muss man nicht viel zu sagen. Ich warte immer noch auf den Tag, dass CM Punk irgendwo wieder auftaucht, weil für mich, die spielen so mit diesem Best in the World, da muss irgendwas kommen. Und ja, sie sind in Kanada, Quebec und da ist Amtssprache Französisch. Das, ja, dass ein Shane da drei Worte Französisch spricht, kann man bringen, ist provokant wie sonst was. Alles prima. Ja, und Shane war natürlich nicht der Einzige, der das Französisch gesprochen hat. Dazu kommen wir gleich. Aber zwischendrin oder danach, diese Match, hat eine Grafik noch angekündigt. Und zwar den nächsten, das neueste Mitglied oder das nächste Mitglied des Main Rosters von Raw, welcher von 205 Live kam. Und zwar ist es Cedric Alexander, der jetzt auch zu Raw gehört. Ja, dann kommen wir zu Französisch. Als nächstes kamen dann Andrade und Zelina Vega heraus, die auf der Bühne etwas verweilten, eine kleine Promo hielten. Und ja, Zelina Vega hat den Fans die beiden neuen Mitglieder des Raw Rosters vorgestellt und ja, meinte dann, Andrade sollte doch an die Fans etwas in Französisch adressieren. Er dachte, oh, jetzt kommt das richtig Gutes. Stattdessen kam einfach ein einfaches Merci. Allerdings kam er danach,
dann ein paar Worte in Spanisch. Und zwar den Mann, der im Ring stand. Glaube ich, müsste es im Ring stand. Auf jeden Fall an seinen Herr, an seinen Gegner und seinen Finn Balor. Und das Publikum war gerade bereistert. Es hat einfach nur gebuht. Ja, danach kam dann schon das nächste Match, wo sie natürlich beteiligt waren. Wie soll es anders sein? Wäre Spaß nicht gewesen, sie auf die Bühne zu holen und dann wieder reden zu lassen. Andrade gegen Finn Balor. Und zwar gewann der Andrade nach 10,5 Minuten durch Pin nach dem Hammerlock DDT. Ich fand's schade, dass man Finn Balor verloren lassen hat. Aber die werden ihre Gründe haben. Oder wie seht ihr das? Ja, das wird seine Gründe haben, denn für mich ist das hoffentlich endlich mal ein Aufbau für einen Push für Andrade. Finn Balor ja nicht mehr bei Raw ist, bin ich sowieso gespannt, wie es da weitergeht. Ich will noch nicht wieder Samoa Joe gegen Andrade sehen, weil das habe ich in der letzten Woche oft gesehen, aber vielleicht geht er ja Richtung Main Event, das wäre mal was. Da muss man auf jeden Fall abwarten. Das Match an sich war aber fantastisch, bis auf einen Botch. Fand ich das Match echt stark und ja, mehr braucht man da denke ich nicht zu sagen. Genau, also Cedric Alexander freue ich mich, dass er jetzt bei Raw ist. Der anderen Seite habe ich ziemlich einen Schiss davor, dass er einfach komplett untergeht bei Raw. Naja, wir werden sehen, wie es passieren wird. Und dann Andrade mit Selina Vega. Selina Vega höre ich gerne am Mikrofon zu. Die kann echt gut reden. Ist immer wieder gut, wie Andrade dann da noch die paar Wörter Spanisch redet. Einfach so, damit keiner was versteht. Ist super. Und Andrade gegen Finn Balor, super Match. Ich fand gut, dass Andrade hier gewonnen hat. Wie Luki gesagt hat, vielleicht ist das ja der Startschuss für einen kleineren Push von Andrade. Würde ich mich sehr freuen. Und von mir aus auch gegen Samoa Joe. Habe ich nichts gegen. Die Matches können gut werden. Ja, für mich war es tatsächlich einfach klar, dass Andrade hier gewinnt. Weil er ist der Neue. Und beim Shake-Up war es schon immer so, dass die Gewechselten dann Welcome-Match. So ist es richtig. Bei der neuen Show dann auch tatsächlich gewinnen. Und es war ein wirklich schön anzusehendes Match, entgegen einiger Behauptungen. Klar, es gab diesen einen kleinen Mini-Botch, wo es nicht ganz über das Seil ging wie geplant, aber kann man mal drüber hinweggucken. Der Rest war echt schön. Fertig. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich Cedric Alexander bei Raw schlägt. Dann, was Andrade gesagt hat, da habe ich kein Wort verstanden. Spanisch kann ich leider nicht. Ist, glaube ich, auch gut so. Das Match, das war aus meiner Sicht fantastisch. Mir war auch klar, dass ein Andrade das Match gewinnt durch den Shake-Up. Aber vielleicht nimmt man ja auch Finn Balor mit Andrade den Titel ab. Dass Andrade noch ein Match bekommt oder so. Offiziell ist ja Samoa schon noch Teil von SmackDown. Aber offiziell ist auch Finn Balor Teil. Deswegen muss einer ja von denen jetzt einen Titel verlieren. Die Frage ist nur, wer. Nein, niemand. 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 Niemand wird den Titel verlieren. Samoa Joe wird zu Raw gehen. Das ist ganz einfach. Der sollte schon letzte Woche bei Raw auftreten. Nur, er war krank. Und deswegen kam dann noch ein Segment, was wir gleich noch zu hören kriegen von Harry, was da genau passiert ist. Richtig. Ja, und dann machen wir natürlich auch direkt weiter mit dem nächsten Segment. Und zwar unser gutes musikalisches Genie, sage ich jetzt einfach mal. Der gute Elias kam wieder in den Ring und spielte auf seiner Gitarre. Und zwar diesen Chopins Trauermarsch. Weil die es nicht sagt, mir sagt es im Endeffekt nichts, aber es vom Namen her, es ist die Melodie, bezüglich welcher sich das Team des Undertakers basiert. Und ich glaube, er ist ein bisschen eingebildet, denn er ist stark davon überzeugt, dass seine Musik extrem mächtig ist, denn laut seiner Aussage hat sie ja The Doctor aus Theranomics als auch den Deadman zurückgebracht. Und ja, hielt dann die Stimmung an. Ja, er wurde aber im Endeffekt unterbrochen von Rey Mysterio und es brach ein Brawl aus zwischen diesen beiden und Rey Mysterio hat ihn Brawl für sie entschieden. Aber damit war noch nicht zu Ende, denn auf einmal kam, währenddessen Rey sich feiern lassen hatte, wieder einmal, den wir letzten Wochen echt sehr, sehr oft sehen, der gute Lars Sullivan raus und attackierte Rey und zwar mit zuletzt mit einer Running Sit-Out Powerbomb. Das nächste Match war dann ein Tag Team Match zwischen die Usos und Bobby Roode, wo dann die Usos gewinnen nach 5 Minuten 21, wieder etwas kürzer als in den zweiten Matches, durch einen Superfly Splash an Chad Gable. Ja, und was habt ihr dazu? Hergi, das meinst du hoffentlich nicht ernst mit der gute Lars Sullivan, oder? Tut mir leid, ich hab das Wort Champa vergessen. Ich bin alt. Genau, also, ja, Elias sehe ich gerne. Ich mag ihn. Ist immer wieder unterhaltsam. Dann kam Rey Mysterio. Habe ich
auch erwartet, dass Rey Mysterio zu War geht, nachdem Andrade schon aufgetaucht ist. Ja, und dann Lars Sullivan. Wir sehen ja gar nicht gerne, ich halte von ihm ziemlich wenig. Vor allen Dingen, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Jüngste, den Lars Sullivan attackiert hat, ist Jeff Hardy und der ist auch schon 41. Dann hat er einen 50-jährigen Kurt Angle attackiert, 44-jährigen Matt Hardy, 44-jährigen Rey Mysterio. Soll der da noch kommen? Geht er demnächst auf Vince McMahon los oder was? Also, nee, was beiseite, ich versteh's auch. Wenn ihr ihn bringen wollt, dann lasst ihn alle Altersgruppen einmal attackieren, vielleicht 2 Wochen lang hintereinander und dann gebt ihm Matches. Lasst ihn besser werden in Matches. Und dann kann man weitersehen. Aber so finde ich das nicht so toll. Ja, die Usos sind jetzt auch bei War. Warum nicht? Bobby Wood und Chad Gable, 5 Minuten. Das Match war in Ordnung. Kann man so machen. Ich weigere mich eigentlich schon fast wieder, was zu Elias zu sagen. Ich habe nichts gegen Elias, aber mich regt das auf, dass er jedes Mal dasselbe macht. Ich weiß nicht. Mich nervt das, weil ich habe ihn schon lange nicht mehr im Ring gesehen. Und warum sollte ich dann jede Woche immer nur dasselbe sehen wollen? Naja, dass ein Rey Mysterio bei Raw ist, finde ich auch gut. Bin gespannt, wie es da für ihn weitergeht. Vielleicht kriegt er da auch mal ein paar Matches, die er gewinnen kann oder bringt da ein paar over. Wer weiß. Und halt abwarten. Das mit Lars Sullivan habe ich sogar vor ein paar Wochen schon predicted, dass er einfach jetzt ein paar Legenden angreift, weil das für ihn vielleicht am Anfang einfacher ist. Aber naja, sonst brauche ich das auch nicht wirklich. Und die Usos bei Raw finde ich auch echt gut, weil sie haben ihre Geschichte bei SmackDown schon geschrieben. Ich denke, da gibt es nichts Neues mehr für sie bei SmackDown. Das ist perfekt. Root und Gable, perfektes Abschlussmatch, sage ich mal, für das Tag-Team. Endlich mit den Usos als Sieger perfekt und mehr muss man nicht sagen. Als allererstes, meine ich das nur oder ist Discord gerade wieder on point bei Luki? Weil, also bei mir zumindest, ist da gerade ganz schön was verloren gegangen zwischendurch. Muss ich dann eventuell dran denken, wegen doch mal ein bisschen schnibbeln. Aber zurück zu den interessanten Sachen. Gut, Rey Mysterio war tatsächlich abzusehen, nachdem Andrade ja schon Thema war. Und ja, Lars Sullivan hat mich in den letzten 2 Tagen mehr verfolgt, als es mir lieb ist. Und warum, werden wir später noch erfahren. Wobei ich sagen muss, ich kann mich an den Mann gewöhnen. Heißt nicht, dass ich ihn gut finde, aber ich kann mich tatsächlich dran gewöhnen. Einfach weil er... Ja, er ist nicht der Erste, der gefühlt nur 3 Moves kann und trotzdem den Titel hält. Shayna Baszler, ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie so ein bisschen Tourette oder so. Und von daher schauen wir mal, was aus ihm wird, weil rein physisch und gesundheitlich wirkt er einfach echt fit. Und auch wenn er die ersten paar Wochen nicht da war, vielleicht hat er das wirklich gebraucht. Dass er jetzt die ganzen Legenden angreift, hat einfach nur was damit zu tun, dass man ihn als nächsten Top-Heel aufbauen will und warum nicht? Kann man machen. Okay, ich stimme dir in der Sache zu. Man kann sich an ihn gewöhnen, auch wenn ich ihn nicht so gerne sehe, weil er bisher noch nicht sehr viele Aktionen gebracht hat. Eher kaum was. Ich habe ihn ja auch schon bei NXT begutachten dürfen. Aber das, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, ich habe dem Mann ja jetzt auch eigentlich Unrecht getan. Okay, er hat seinen Finisher gebracht und er hat auch schon seinen Diving Headbutt gebracht. Und das war ja eigentlich so alles, was er auch bei NXT gebracht hat. Bis auf den Powerstamp, den er jetzt auch schon gebracht hat. Aber er hat ja schon eine Aktion noch dazugelernt. Vielleicht kann er ja noch mehrere Aktionen dazulernen. Denn ich habe von dem noch nie zuvor eine Powerbomb gesehen. Jetzt zeigt er schon eine Sit-Out-Powerbomb. Ist doch gut. Ray bei Raw. Ja, aber abzusehen mit Andrade. Ich denke mal, jetzt wird da die Fehde dann noch weitergeführt. Vielleicht dann auch noch mit einem Samoa Joe wieder. Wer weiß. Die Usos waren auch abzusehen, dass sie ja den Titel verloren haben. Gegen die Hardy Boys. Und damit sie näher an der Familie dran sind, mit Roman Reigns, das aber auch nicht mehr da so viel Sinn macht, wegen familienmäßig, weil ja auch ein Roman Reigns nicht mehr da ist. Aber dazu kommen wir ja später. Das Match, das die Usos gewinnen, ja, war für mich auch abzusehen, da sie ja auch der neue Pick von Raw waren. War ein gutes Abschiedsmatch für Bobby Roode, Chad Gable, weil auch ein Chad Gable jetzt nicht mehr Teil von Raw ist. Auch das habe ich vorher schon gesagt, durch den Shake-Up werden die beiden garantiert getrennt. Hat mir zuvor auch keiner geglaubt, wurde mich für verrückt erklärt. Das wird nicht passieren, ist aber doch passiert. Sullivan, dachte jeder, er geht zu Raw, ist nichts draus geworden. Aber dazu kommen wir auch nochmal später. Hergi, du darfst weitermachen. Dann mache ich mal weiter. Und zwar ist das nächste Segment eine unserer beliebten Talkshows. Weißt du, wie viele Talkshows haben wir? Insgesamt 4 sozusagen. Das ist zumindest die einzige weibliche Talkshow, also zumindest die einzige weibliche Person.
geführt wird. Und zwar kommen wir zu A Moment of Bliss, die den Local Hero von Montreal zu Gast hat. Und zwar Sami Zayn. Sein Team wird dreimal eingespielt. Ja gut, er ist der Local Hero. Das Publikum hat ihn gefeiert ohne Ende. Er hat einen Ole-Chant angestimmt. Ja, im Endeffekt hat dann Alexa Bliss ihn, offizielles Zerletzungswort zurückgemeldet. Sagen wir es mal so. Das war das, was mir gerade gefallen ist. Danach gab es ein paar ist wahrscheinlich französisch, Chants vom Publikum. Im Endeffekt hat Sami Zayn dann über seine Liebe zu Stadtmaterial gesprochen, in der er sich schon die gesamte vorige Woche aufgehalten hat. Allerdings sagt er dann zu den Fans, dass seine Liebe an dieser Stelle, diesem Punkt aufhört. Denn er sagte, die Stadt an sich findet er großartig, die Fans oder die Einwohner findet er ziemlich scheiße. Wie zu erwarten, gab es dann einige Buhrufe. Und Sami meinte danach, dass er eigentlich keine Lust auf eine Talkshow hat, was Alexa Bliss natürlich gar nicht so schön fand. Und ja, im Endeffekt antwortete die Crowd mit Kevin Owens rufen. Das war dann im Prinzip eigentlich auch schon das ganze Segment. Er wurde verabschiedet mit dem Goodbye-Song von den Fans. Dann kam im Prinzip das nächste Match mit Bayley und Naomi gegen die Iconics. Ja, Iconics. Leider wieder Roots in Champs. Von daher sieht man sie relativ oft. Ich habe immer noch Kopfschmerzen und Ohrenschmerzen. Auf jeden Fall gewann Bayley und Naomi nach 1 Minute 59, was sehr schnell war, durch den Pin von Naomi an Kay nach dem Move des Split-Legged Moonsault. Was sagt ihr dazu? Also A Moment of Bliss wieder total lustig, gerade auch wegen Sami Zayn, der wirklich dreimal durch die Rampe getanzt hat, weil sein Theme-Song einfach wieder jedes Mal gestartet ist. Das war schon ziemlich lustig. Und auch hier wieder eine super starke Heel-Promo. Viele finden, dass er irgendwie scheiße, dass er Heel ist. Ich find's auch kacke. Aber ich finde, er macht was Gutes raus mit seinen Promos. Er kann das auch ziemlich gut. Es passt nur einfach nicht zu ihm. Und bei Naomi würde ich mich eigentlich zu weigern, was zu sagen, außer dass ich hoffe, dass sie einfach nur eine Jobberin wird. Ja. Sami Zayn, sage ich nichts zu. Als Face wäre mir viel lieber. Dann Naomi als Partnerin von Bayley. Warum Naomi? Dann ein Match gegen die Iconics. Und warum? Warum lässt du die Iconics nach nicht mal 2 Minuten verlieren? Sie sind doch Champions. Und dann auch noch von Naomi pinnen lassen. Also das Moment of Bliss, das fand ich mega lustig, wenn wir mal auf die Heel-Promo von Sami Zayn zu sprechen kommen. Soviel ich weiß, schreibt er seine Promos alle selbst. Also er hat kreative Freiheit für seinen Charakter von der WWE bekommen. Der ganze Heel-Turn war auch mit dem, der nach WrestleMania hingeschmissen hat, alles schon geplant. Ich finde echt mega, wie der seine Heel-Promos hält und selber schreibt. Also ich glaube, ich könnte das gar nicht. Einfach so mal eine Heel-Promo frei erzählen, das selbst schreiben, ist schon Respekt. Dann Naomi und Bayley, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Wird vielleicht Naomi jetzt neue Partnerin von Bayley? Sollte Sasha Banks die WWE verlassen? Ich weiß es nicht. Ja, die Iconics haben verloren. Ich würde mal sagen, die Iconics wurden schlecht dargestellt als Champions, nachdem sie nach noch nicht mal 2 Minuten gepinnt wurden. Naja, ich weiß nicht. Also diesmal war es nicht Iconic. Gut, dieses Segment war für mich das Segment der Show. Es war wirklich, es fing schon damit an, spiel denselben Song nochmal. Du hörst dreimal das Theme von eben Sami Zayn und er geht auch dreimal entsprechend ab mit dem Ganzen. Ich glaube, das war körperlich eine ähnliche Leistung wie so ein 5-Minuten-Match. Also von daher hohen Respekt an den Herrn. Zweitens, ich kann ihn als Heel tatsächlich auch eher wenig ernst nehmen, genau aufgrund solcher Segmente, auch wenn die Promo sehr stark war. Aber man merkt ja, dass das Publikum viel zu viel Bock auf Sami hat. Und ja, von daher weiß ich auch nicht, warum man krampfhaft daran festhalten will. Er ist halt eigentlich mehr so der gute Laune-Typ und dann sollte man das auch an ihm dran lassen. Aber das Segment war trotzdem sau stark, weil man, also zumindest habe ich nicht damit gerechnet, dass man es dreimal so durchzieht und ja, ihn dann gegen seine eigenen Nachbarn etc. wettern zu lassen, weil im Prinzip könnte jeder, der da gesessen hat, auch sein Nachbar sein. Ja, für einen Heel ganz gut. Ich hätte es nicht gebraucht, weil ich ihn als Heel nicht brauche. Fertig. Und ja, das Match mit den Iconics. Ich bin da ähnlich wie bei Michi. Klar, die Neuankömmlinge müssen gewinnen. Und nein, Michi, ich kann dich beruhigen. Naomi wird dann jetzt nicht mehr Partnerin von
von Bayley werden. Warum, werden wir ja gleich noch erörtern. Und ja, ich weiß nicht, warum man die Iconics da mit reinbringt als Champion und sie dann nach 2 Minuten so abfertigen lässt. Verstehe ich nicht. Auch wenn ich die Iconics als Champion generell nicht brauche. Stimmt, mit Bayley war ja was ganz vergessen. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Segment, wo ich gespannt bin, was jetzt sagt, weil dieses Segment wirft mir echt ein Rätsel auf. Ich glaube, es war die Woche vorher schon dieses Segment drin und auch das Segment nach dem nächsten Match. Und zwar kam dieses Segment mit der rauchumhüllten Box, aus der ein hysterisch lachender Vogelpuppe erscheint. Ich bin nicht gespannt, wie sie dazu sagt. Vielleicht könnt ihr wieder mehr sagen und ich frage mich echt, was hat es damit auf sich? Ich nenne dir einen Namen und du wirst sofort Klick in deinem Kopf haben. Bray Wyatt. Das hatte ich mir gedacht gehabt. Das die ist Puppe auch was mir sowas, was mir in Sinn kam. Die Puppe auf diesem Schaukelstuhl ist Sister Abigail. Ah ja, okay. Ich hatte mir schon gedacht, dass diese beiden Segmente zusammenhängen. Hatte mir eben gedacht, das könnte was mit Bray Wyatt zu tun haben. War mir aber absolut nicht sicher. Findest du aber cool, dass sie sowas machen, um ihn so langsam anzukündigen. Aber das war nur ein kleines Nebensegment, eigentlich relativ unwichtig sozusagen, aber desto trotz regt es einen zum Nachdenken an. Im Gegensatz zum nächsten Match, denn das war zu Ende, bevor es überhaupt angefangen hat. Wir kommen zum guten EC3, den wir in der Vergangenheit ja überwiegend im Backstage-Bereich gesehen haben, mit Spiegelputzen sich selbst begutachten. Und mittlerweile hat er gesagt, er hat die Schnauze voll, einfach nur rumzustehen. Er möchte ein Match haben, nicht gegen irgendwen, er möchte Konkurrenz haben. Tja, und wir wissen bei der WWE, wenn man die Klappe aufreißt und sagt, man möchte Scharaden haben, bekommt man noch welche. Und so war es auch. Wer kam raus? Natürlich Braun Strowman. Ja, was soll man sagen? Totale Zerstörung, wie es am Vorsort angefangen hat. Zuletzt hatte ich sie fertig gemacht mit einem Chokeslam, wo er durch einen Teil des Bühnenbildes geflogen ist. Ja, so viel dazu, dass er Konkurrenz haben möchte. Nach diesem Segment kam eine Grafik, wo alle Serien-Nutzerringe von Raw präsentiert wurden. Allerdings, und interessanterweise, hat sich darauf Eric Young befunden, während The Viking Experience gefehlt hat. Ob das Absicht war, ob die WWE es vergessen hat? Wer weiß. Das nächste Match war dann ein Non-Title-Singles-Match zwischen Becky Lynch und Ruby Riott. Ruby Riott wurde ja wie immer begleitet von ihrem Riott-Squad, sprich Liv Morgan und Sarah Logan. Ja, Becky gewann via Submission im Disarm her mit einer Matchzeit von 4 Minuten 26. Ja, was sagt ihr zu diesen anderthalb Matches? Ja, anderthalb ist doch noch zu viel. Ja, was sagt ihr dazu? Bei EC3 bin ich echt happy, dass das Ganze nicht angeläutet wurde und es kein Match war, weil sonst hätte ich, glaube ich, mehr im Schrei gekostet, als ich so tue. Also mal ganz davon abgesehen, dass ein EC3 jetzt direkt wieder abgefertigt wird, kann ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen, will ich auch nicht mehr zu sagen. Das mit der Grafik, Eric Young ist scheiße, weil Sanity ist halt dadurch jetzt weg und ich hätte mehr einen Eric Young mit Sanity zurück bei NXT sehen wollen, als jetzt irgendwie ohne Eric Young. Und dass die Viking Experience gefehlt hat, gibt mir nur mehr die Hoffnung, dass das Ganze nur One-Time-Only war. Hoffentlich, ja. Ruby Riott, endlich mal wieder ein längeres Match, das muss man ihr mal zugute lassen. Sie hat jetzt mal endlich knapp 5 Minuten wresteln dürfen, zwar wieder verlieren müssen, aber gegen Becky kann man das mal. War ein schönes, aber kurzes Match, mehr muss man dazu nicht sagen. Stimme ich dir zu. Also das Segment, habe ich ja vorhin schon gesagt, das sollte eigentlich der Platz sein, wo Samoa Joe auftaucht. Ja, aber da er krank war, konnte er nicht auftauchen. Ja, also musste man einen Lückenfüller haben. Was macht man? Man lässt EC3 wieder zerstören. Bläh. Nee. Zum Glück war es kein Match, aber es macht die ganze Sache auch nur ein bisschen besser. Es ist schrecklich, wie man jemanden mit so viel Potenzial, vor allen Dingen im WWE-Stil Potenzial, so zerstören kann. Das will mir nicht in den Kopf gehen. Ja, und dann der wohl vielleicht erstmal letzte Auftritt des Weißrot. Ruby Riott durfte endlich mal wieder ein paar Aktionen zeigen. Daran sieht man auch, dass sie talentiert ist, dass sie eine gute Wrestlerin ist. Ich würde mir wünschen, dass sie häufiger mal zeigen darf, was sie kann und vielleicht auch mal Push erwartet. Lieben gerne als Singles-Wrestlerin, aber irgendwie bezweifle ich es. Naja, wir werden sehen. Das Match war in Ordnung. Leider musste EC3 dran glauben bei dem Segment mit Braun Strowman. Wie schon Malu gesagt hat, eigentlich war Samoa Joe vorgesehen. Der war ja leider Gottes krank. Keine Ahnung, was er hatte. Weiß wahrscheinlich nur die WWE. Ist mir auch egal, was er hatte. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Samoa Joe schon wieder bei Raw sehen muss. Meiner Meinung nach würde er bei SmackDown besser aufgehoben sein. Er war jetzt nicht allzu lange bei SmackDown. Er war ja gerade mal ein Jahr. Ja, zu Ruby Riott. Das letzte Match mit ihren zwei
Kompagnons an der Seite, kann man sagen. Da er eine Liv Morgan zu SmackDown gedraftet ist, das man nicht gesehen hat. Das wurde ja nachträglich bestätigt, dass eine Liv Morgan bei SmackDown ist. Was sie mit Sarah Logan jetzt anstellen, bin ich mal gespannt. Vielleicht stellt man sie an die Seite der Viking Experience oder halt eben War Raiders, wie man sie auch kennt. Ich bin gespannt. Ja, ja. Es grätscht mir Hergi dazwischen. EC3 ist so ein Thema. Wir alle wissen, was er kann. Und Vince mag ihn nicht. Und genau das spürt man, weil man hätte auch jeden anderen dahinstellen können. Nein, es muss der EC3 sein, der so abgefertigt wird, weil Vince hat eh keinen Bock auf EC3 und von daher kann man das ja machen. Ich trinke mal so ein bisschen, ihr wisst schon. Ja, gut, dass jetzt Samoa Joe zu Raw geht, ist klar, weil du kannst nur einen Midcard-Titel pro Show haben und wenn ganz offensichtlich ist, dass Finn Balor bei SmackDown ist, wird man eben Joe bei Raw brauchen. Und ich habe an sich nichts dagegen. Er passt auch meines Erachtens so vom Verhalten und vom Gimmick im Moment zumindest besser zu Raw als zu SmackDown. Und von daher, mich stört es nicht. Und dieses Segment mit diesem Karton, wo wir davon ausgehen können, dass es ein Segment rund um Bray Wyatt ist. Es gibt ja noch ein zweites und da sieht man ein Kinderzimmer mit einer Bauchrednerpuppe, die auf einem Schaukelstuhl sitzt und dieser Schaukelstuhl alleine ist schon ein Indiz für Bray Wyatt und die Lache von dem Dino ist Bray Wyatt und ich sage immer noch, es wird darauf hinauslaufen, Bray Wyatt wird den bekloppten Bauchredner mimen, also dem Puppenspieler und wird uns erzählen, dass er es geschafft hat, Seele von Sister Abigail in diese Puppe zu projizieren. Oder er hat die Puppe gefunden mit der Seele von Sister Abigail. Genauso wird es sein. Ich sag's euch. Ja, ich bin echt gespannt, was sie mit Bray Wyatt da machen. Ne? Hoffentlich dauert es nicht mal allzu lang, bis er kommt. Ja, ich bin auch echt gespannt, was sie daraus machen. Hört sich ja schon mal echt interessant an, was sie da so bis jetzt zeigen. Wozu sieht interessant aus? Kehren wir aber zurück zu dem Match mit Becky Lynch schon eben, weil nach dem Match ist vor dem Match sozusagen, denn das Match war noch nicht ganz fertig. Also das Hauptmatch an sich schon, aber wir kennen Becky, wenn sie einmal dran ist, macht sie es gerade richtig. Und zwar nahm sie ihren Move, den Exploder Suplex, und fertigte damit noch Morgan und Logan ab. Anschließend war es immer noch nicht vorbei. Becky durfte noch nicht gehen, denn Natalya kam noch raus, die ihr erst einmal gratulierte zum Titelgewinn und zum Main Event von WrestleMania. Meinte dann noch, dass sie Becky, besonders auf Becky stolz sei, da sie die erste wäre, die Ronda Rousey bezwingen und pinnen konnte, fand aber alle drei Teilnehmer gut. Natalya stellte daraufhin noch klar, dass sie selbst auf den Championship, auf den Raw Women's Championship gesehen hatte und im Endeffekt war es dann so, dass die gute Lacey Evans mal wieder eintrifft und diesmal hatte sie auch ein Match gehabt, welches sie tatsächlich mal gewann. Und zwar war es ein Number One Contender Singles Match. Lacey Evans gegen Natalya. Lacey Evans gewann nach 8 Minuten 35 durch Pin mit einem Springboard Moonsault. Ja, wir sehen die ganzen Wochen, wo Lacey Evans nur Laufski gemacht hat, waren eine kleine Vorbereitung. Jetzt lässt man sich einfach lässt sie gewinnen. Und sie ist jetzt Number One Contender auf den Titel von Becky. Bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube zwar nicht, dass Lacey den Titel von Becky gewinnen wird, weil ich glaube, das lassen die nicht zu. Aber interessant wird's trotzdem. Nachdem man sie ewig nicht kämpfen gesehen hat, dachte, die kann wahrscheinlich gar nichts. Zeigt sie jetzt, dass sie doch zumindest ein bisschen was kann. Also, dass sie nicht kann, nichts kann und das auch, wo man, dass das so viele dachten, ist eigentlich Schwachsinn, denn man kennt sie schon von NXT und auch da hat sie schon echt gute Matches geleistet. Dass sie Number One Contender ist, überrascht mich nicht. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Natalya das Match gewinnt, weil sie war immerhin, glaube ich, schon mal Championess und ist mittlerweile eher auch so eine wie Rey Mysterio, die so mehr jüngere Talente overbringen möchte, denke ich mal. Deswegen passt das ganz gut. Ich glaube auch nicht, dass sie den Titel gewinnen wird, denn für mich ist das eher so, dass sie den SmackDown-Titel eher verlieren wird und dann Teil von Raw wird, aber da zieht man dann eher erst in der Zukunft. Ich finde gut, dass Lacey Evans jetzt mal in Matches eingesetzt wird. Ist doch nur dieser atemberaubende Moonsault von Lacey Evans da. Also wirklich super. Da gehört einiges zu. Diese Drehung vom zweiten Seil in der Luft aufs dritte Seil dann zu machen und dann den Moonsault zu springen.
Also das ist echt super. Und ich freue mich auf mehr. Kann mir vorstellen, dass das Match gegen Becky ziemlich gut wird. Ich habe mir am Anfang gedacht, wo wieder Lacey Evans kam. Och nee, nicht schon wieder. Und dann kam das Match zustande. Ja, und dieser Moonsault am Ende. Also diese Drehung könnte ich jetzt nicht von der Mitte abspringen. Dann die Drehung aufs oberste Seil und den Moonsault. Ich glaube, das könnte ich nicht hinbekommen. Ich glaube, ich würde da eher vom Seil wieder abrutschen, bevor ich da oben landen würde. Mir war eigentlich auch schon klar, dass eine Lacey Evans das gewinnt. Vielleicht gewinnt sie den Titel, aber ich glaube es nicht. Ich glaube auch, dass Becky eher Teil von Raw wird, da ja jetzt einige von Raw weggegangen sind, von den Frauen zu SmackDown. Muss ja irgendwie wieder der Ausgleich her. Also ich glaube auch, dass sie irgendwie den SmackDown-Titel verlieren. Aber die Frage ist halt nur an wen. Charlotte? Amber Moon. Ich glaube, es ist so gut wie alles besser als unsere Miss Plastic Charlotte. Malu, du sollst nichts spoilern. Ja, so. Lacey Evans. Ich bin mir sicher, dass viele das schon gesehen haben. Du hast dich ja vom Shake-Up auch schon selbst gesehen. Ja, egal. Wir müssen den Spoiler ja nicht noch fördern. Ja, aber wir haben schon die ganze Zeit gesagt, Liv Morgan ist gewechselt und andere sind gewechselt. Da kann man das so sagen, dass... Ja, Liv Morgan war ja nachträglich bestätigt. Das hast du ja nicht gesehen bei SmackDown. Man auch ja. Alles bei SmackDown sagen können, auch mit Bayley Dust und so, haben wir schon alles gesagt. Darf ich jetzt bitte auch? Nein. Okay. Doch, Daniel, du darfst. Na gut. Ja, Lacey Evans, die wandelnde Werbetafel, wir laufen die Bühne rauf, wir laufen die Bühne runter. Plötzlich darf sie Moves zeigen. Plötzlich sind alle hellauf begeistert, die sie noch nicht gesehen haben, und alle, die sie schon gesehen hatten, denken sich, Gott sei Dank, endlich. Ich meinerseits gehöre tatsächlich zu weiterer Gattung, denn mir ging sie tatsächlich nur auf den Sack mit dem, was sie getan hat, aber ich wusste ja, was sie kann. Und genau deswegen ging sie mir auf den Sack, dass man nicht mehr draus gemacht hat. Und ich habe mir gerade überlegt, während ihr so erzählt habt, wie nennt man diesen verfluchten Finisher? Ich habe mir gerade überlegt, ihn in Zukunft Slingshot Apron Moonsault zu nennen, weil anders kann ich mir dieses Rumgehüpfe und dann wieder runterspringen einfach nicht benennen. Das funktioniert. Das Ding war abartig krank. Nenn ihn einfach BME. Best Moonsault ever. Nein, weil da habe ich schon besser. Aber ich glaube, das bringt man von der Mitte ab und geht nicht nach oben. Dann wäre es ja nur ein Slingshot Apron. Auch gut. Aber wenn er tatsächlich so heißt, muss ich ja wohl. Ich wollte auch mal einen Move-Namen geben. Egal, auf jeden Fall, ich bin froh, dass man jetzt wieder mehr mit der Frau macht, als die als Schaufenster-Modepippchen zu benutzen. Und ja, natürlich stellt man sie gegen Becky, gegen wen auch im Moment sonst. Das ist nämlich der einzige Nachteil daran, dass Becky jetzt beide Titel hat. Dieser Umstand speziell nervt mich auch ein bisschen daran, dass jetzt immer erst alle an Becky vorbei müssen, und das ist halt für egal wen aktuell sehr schwierig bei dem Aufbau, den Becky hat. Ich glaube auch noch nicht so wirklich daran, dass Becky zu Raw geht, wegen des TV-Deals. Mal abwarten. Dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende von Raw. Und zwar wurde ja während Raw angekündigt, dass Roman Reigns und Seth Rollins mit einem bis dato noch unbekannten dritten Mann noch ein Match haben gegen weitere drei Menschen. Und im Endeffekt befinden wir uns im Backstage-Bereich, wo Charlie Caruso Roman Reigns auf Roland interviewen möchte, denn sie möchte von ihm wissen, wer denn jetzt endlich der dritte Mann ist. Ja, im Endeffekt haben sie es gar nicht verraten. Man hatte spekuliert, dass es vielleicht Dean Ambrose wäre, der Shield-Bruder, weil es ja die letzte beide Raw-Show für beide sein könnte. Aber nein, im Endeffekt war er es nicht, denn nach der Zwischensequenz mit, ich nenne es jetzt mal Sister Abigail, wurde dann enthüllt, dass es nicht Dean Ambrose ist. Nein, es ist Mr. Phenomenal AJ Styles, womit sie auch zu bestätigen, dass er von SmackDown zu Raw gewechselt ist. Dann kommen wir zum Anschluss zum darauf folgenden Match. Einem 6-Mann-Tag-Team-Match. Seth Rollins, Roman Reigns und AJ Styles gegen Drew McIntyre, Baron Corbin und Bobby Lashley, der ja wieder im Begleitung von seiner kleinen Kampfzeche Leo Rush ist. Ja, im Endeffekt, wie fast zu erwarten, haben Seth Rollins, Roman Reigns und AJ Styles gewonnen. Und zwar durch den, nach dem Pin von Styles an Lashley, nach dem, was auch sonst, dem Phenomenal Forearm. Wir haben sind wieder gestiegen von der Matchzeit her. Auf 12 Minuten 46, was auch eine schöne Matchzeit ist. Ja, im Endeffekt, nach dem Match haben sich die drei noch feiern lassen und die Show ging off-air. Das war's dann mit Raw.
Was ist eure Meinung zu diesem letzten Segment? Endlich ist AJ Styles bei Raw. Ich wollte das letztes Jahr schon, allerdings ist es da nicht passiert, denn für mich gibt es einfach nichts mehr, was AJ Styles bei SmackDown noch leisten kann. Er war mehrfach Champion, er war United States Champion. Das Einzige, was ihm noch gefehlt hätte, wäre der Tag Team Titel und da will ich ihn nicht sehen. Deswegen bin ich echt zufrieden, dass er jetzt bei Raw ist, da neue Sachen leisten kann und neue Sachen erringen kann, sage ich mal. Und ja, das Match war echt schön. Eine schöne Matchzeit. Mehr muss man, denke ich, nicht sagen. War ein ordentlicher Main-Event. Ich dachte, Malu will auch was, aber gut, dann mache ich erst. Also AJ Styles so in die Shows zu bringen, ohne Witz, ich habe, während wir es geguckt haben, hier gesessen und habe die ganze Zeit überlegt, okay, wer könnte das Tag-Team unterstützen? Und ja, irgendwann habe ich dann so angefangen aufzuzählen und dann kam Luki daher, der ja auch mitgeguckt hat und meinte, ja, aber es könnte auch der sein und der sein. Ja, und dann sind wir eben auf irgendwann auf AJ Styles gekommen. Und ja, klar, macht da am meisten Sinn, auch von der Größe und vom Körperbau her. Und ja, die Story ist tatsächlich zu Ende erzählt, aber ich muss tatsächlich sagen, und das habe ich auch schon zu den Herrschaften gesagt, hier hat die WWE mal wieder das getan, was sie am besten kann, nämlich einen Continuity-Fehler gemacht. Denn für meine Begriffe hätte man dann bei WrestleMania das Match anders ausgehen lassen müssen. Denn von der Story war es einfach so, dass es darum ging, wer ist mehr wert, vor allen Dingen für SmackDown. AJ beharrt darauf, SmackDown ist das Haus, das er gebaut hat. Randy Orton erzählt, er war schon da, da hat AJ noch gar nicht an Wrestling gedacht, etc. Boah, dann hätte man ihn auch gleich verlieren lassen können. Dann wäre die Geschichte nämlich geklärt gewesen. So nach dem Motto, scheiß was drauf, dass du der bist, der das Haus gebaut hat. Und dann wäre alles gut gewesen. Dann wäre ich jetzt nicht so kleinlich und alle wären glücklich. Aber ja, er gehört jetzt definitiv zu Raw. Und das Match war absolut genial. Und ich freue mich tatsächlich, diese Paarung gerne auch öfter zu sehen und auch gegeneinander öfter zu sehen. Ist mir völlig egal. Ich war mit Raw durchweg bis auf ein, zwei Sachen zufrieden und ja, weiter. AJ Styles bei Raw. Ja, was soll man dazu sagen? Die Geschichte bei SmackDown, wie Luki sagt, auserzählt, keine wirklichen Gegner mehr gehabt. Auf so eine Paarung Seth Rollins gegen AJ Styles könnte ich mich drauf einlassen. Würde bestimmt interessant sein, ja. Das Tag Team Match, ein gutes Match. Bobby Lashley hat jeden Finisher gefressen, den er fressen konnte. Spear, Curbstone und den Phenomenal Vorarm. Die Frage ist, wann zeigt AJ Styles mal wieder seinen Styles Clash? Darf er ihn überhaupt zeigen? Oder ist er aus dem Nichts einfach nur so verboten worden? Ich bin gespannt, wo das noch hinführt mit dem AJ Styles. Ich finde gut, dass man AJ Styles jetzt zu Raw gebracht hat, auch wenn es so nicht ganz so viel Sinn macht, wie es Daniel schon gesagt hat, nämlich ihm auch so. Aber so sehen wir jetzt AJ Styles mal in einem anderen Gewässer und wer weiß, vielleicht kann er sich ja da auch den Universal-Titel holen. Wir werden das sehen. Ich würde sagen, so ein AJ Styles gegen Seth Rollins Match hätte ich nichts gegen. Fand ich auch interessant. Schauen wir, was weitergeht. Auch, ich sag mal, wenn sie die drei als, ich nenne es als Stable, als Dreier-Tag-Team, nenne ich es mal, weiterhin bringen würden, wäre wahrscheinlich auch interessant. Lass uns überraschen. Nein. Gehen wir lieber weiter zu SmackDown, bevor Daniel mich hier noch umbringt wegen sowas. Und zwar kommen wir zur nächsten Talkshow. Ja, Talkshows. Von Vieren sind jetzt zwei mit aktuell. Und zwar die Kevin Owens Show, die ja häufig in den letzten Wochen war. Und zwar sind wir wieder in Montreal, in Quebec. Und das bedeutet, auch Kevin Owens kann Französisch. Er hat einige Worte Französisch an die Crowd gerichtet und hat darauf hingewiesen, dass Vince McMahon heute die größte Neuverpflichtung in der Geschichte des Smackdowns verkünden wird. Anschließend hat er seinen heutigen Gast begrüßt, und zwar Kofi Kingston, der nicht sich allein kam, sondern seinen Partner Xavier Woods im Schlepptau hat. Die beiden wurden sehr mit Jubel empfangen und lauter Kommentatoren fehlte Big E, weil er verletzt ist. Im Endeffekt wurde sich unterhalten über Kingstons Road to WrestleMania, seinem Sieg über Daniel Bryan, wonach Owens ihm nochmal gratulierte zum Titelgewinn, was die Crowd richtig gut fand und alles. Im Endeffekt war es dann so, dass Kingston es schade fand, dass die meisten seiner Up-Up-Down-Down-Gäste zu Raw gewechselt sind. Er fordert als Austausch dafür, dass zumindest Tyler Priest das SmackDown wechselt. Owens
erwähnt dann noch, dass New Day im Rahmen der heutigen Show auf Shinsuke Nakamura und Rusev treffen wird und bietet sich als möglicher Ersatz von Big E an, empfiehlt sich sogar und bezeichnet sich selbst dann als Big O Woods. Nein, als Big O Woods war dann tatsächlich etwas skeptisch. Ich, weil Owens ja gerade erst an der Verletzungsmöglichkeit ist, aber nachdem Kevin Owens dann den Hüftschwung gezeigt hat und auch ein New Day-Shirt bekommen hat, war die Sache dann für heute die Ritz, sag ich einfach mal. Kommen wir dann zum ersten Match, und zwar Finn Balor. Ja, nachdem er ja bei Raw verloren hat oder verlieren musste, sollte, wie man es immer nennen mag, hat er ein Match gegen Mustafa Ali gehabt, der ja nur noch Ali heißt, was ich schade finde. Und was ja wieder klar war, weil als Neuer muss er gewinnen, hat Finn Balor gewonnen nach dem Kudaka, nach dem Pin, 11 Minuten Matchzeit. Ja, mit dem Kudaka gewinnt er in letzter Zeit eigentlich alle Matches. Also man weiß meistens, wenn der Kudaka durchsteht, gewinnt Finn Balor das Match. Fand es sehr schön, das Match. Und ja, wie fandet ihr diesen Auftakt von SmackDown, Leute? Ja, das Segment mit Kevin Owens war einfach mehr als genial. Erstmal wieder diese Krawatte, diese Ansteckkrawatte. Dann noch die ganze Sache mit der New Day, einfach nur lustig gewesen. Das ist halt so, schätze ich mal, jetzt das gesamte Face-Gimmick von Kevin Owens, dass er einfach jeden zum Lachen bringt. Ist besser, als wenn er sich irgendwie zum Affen macht. Macht das er da halbwegs schon, aber nicht so, dass er irgendwie noch Matches verlieren muss, also nicht auf seine Kosten, sag ich mal. Ist, denke ich, das Beste, was man mit Kevin Owens als Face machen kann. Auch wenn ich ihn als Heel dann doch besser finde. Und das von Balor bei SmackDown ist, finde ich auch besser so. Denn auch ein Finn Balor hat, denke ich, bei Raw schon wirklich seine Geschichte fertig geschrieben. Er war Universal Champion, auch wenn nur ein Tag. Er war mehrfach Intercontinental Champion und ich denke, bei SmackDown passt er auch viel besser hin. Weil er in letzter Zeit auch echt öfter eine blaue Hose tragt. Deswegen passt das besser so und mit dem Coup de Grâce gewinnt er ja wirklich jedes Match. Und das nicht seit kurzer Zeit, sondern schon immer, seit er im Main Roster ist. Ich auch. Mal davon abgesehen auf dieses Segment, das war ja mega lustig mit diesem Big O und so. Also ich habe das echt gefeiert. Aber diese Krawatte, die sieht furchtbar aus, glaube ich. Das sollte er mal wegtun. Aber das soll ja Bestandteil von der Kevin Owens Show sein, diese Krawatte. Und dann zu dem Match, dieser Dropkick in dieser Ecke. Oh mein Gott, der war ja mal mega. Mega gesellt von Mustafa Ali. Und dann der gute Graja. Finn Balor hat das Match gewonnen. Abzusehen als neuer Pick von SmackDown. Wie Luki schon gesagt hat, er war in letzter Zeit öfters mit der blauen Hose unterwegs. War auch schon ein Anzeichen darauf, dass er zu SmackDown wahrscheinlich gehen wird. Bin jetzt echt gespannt, wie Finn Balor bei SmackDown ist, wann er den Titel verliert, gegen wen er die erste Fehde hat. Und ich hoffe, dass er ihn noch länger hält, den Intercontinental-Titel, und nicht schnell wieder verliert. Was soll ich da sagen? Also erstmal, ich stimme euch zu, das Segment war sehr, sehr lustig. Es hat mich auch total unterhalten. Aber ich hoffe trotzdem, dass es, wie es wahrscheinlich so ist, bei dem einmaligen Auftritt so bleibt. Denn ich möchte lieben gerne einen Kevin Owens sehen, den ich ernst nehmen kann. Und so einen Kevin Owens kann ich nicht ernst nehmen. da liegt mein Problem, aber sonst super. Und das Match, einfach nur grandios. Ali und Balor, super Chemie miteinander im Ring. Vielleicht sieht man ja häufiger mal ein Match zwischen den beiden. Würde mich freuen. Gegen so eine Fehde hätte ich nichts. Also ich glaube, die könnte echt interessant werden. Entgegen dessen, was Manu gerade gesagt hat, finde ich gar nicht, dass man wegen solcher Aktionen Kevin nicht mehr ernst nehmen kann, wenn man ihn jetzt ganz normal weiter antreten lässt. Für mich unterstreicht das nur das, was sie sowieso mit ihm vorhatten, aus ihm so ein Jedermann zu machen, dieser typische: Hey, wir treffen uns Samstagabend zum Grillen, Barbecue bei mir, ich hab Bier da, ihr kommt vorbei, alles wird toll. So stelle ich mir gerade so das Gimmick von Kevin vor und ja, ich denke, da kann sich jeder mit identifizieren. Und warum soll ich dann nicht das ausnutzen, ihn jetzt auch noch vielleicht sogar längerfristig über die Verletzung von Big E hinweg in das meist gefeierte Stable zu stopfen, was die WWE aktuell hat auf Face-Seite. Ich habe da nichts gegen. Und zum Thema Finn Balor brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Da ist alles gesagt worden. Auch dieser Pick macht Sinn. Ist für die Zuschauer absolut brauchbar und nachvollziehbar. Und ja, holy fuck, war der Shotgun-Dropkick krank, Alter. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der nach einem Shotgun-Dropkick von Finn Balor so durch den Ring geflogen ist, wie in diesem Match.
Holy crap, Mann. Ja, ihr hört, wir sind schon sehr begeistert nach den ersten Sequenzen von SmackDown. Weiter ging es mit einer Sequenz im Backstage-Bereich, sprich zurück zu New Day, die dann Kevin Owens Gesellschaft leisten. Und zwar wollen die beiden dann Kevin Owens offiziell in die Stable einführen. Allerdings muss er dafür noch eine, ja, kleine Prüfung bestehen. Und zwar hält in dem Stable Big E im Moment den Rekord im Pancake-Wettessen. Und um aufgenommen zu werden, muss Kevin Owens diese Rekordzeit unterbieten. Und Kevin Owens natürlich an, fängt an, die Pancakes zu verschlingen. Und nachdem man wieder die Vogelpuppe sieht, sieht man auch, dass Kevin Owens mittlerweile alle Pancakes aufgegessen hat und damit offiziell zum neuen New Day-Mitglied erklärt wird. Das heißt, wir werden in der nächsten Zeit, bis BI dann irgendwann wieder fit ist, definitiv Kevin Owens als Mitglied von New Day sehen. Das heißt, mittlerweile jetzt heißt er Kevin O, beziehungsweise Big O, wie ist ja hier. Danach kommen wir zum ersten Match oder zum nächsten Match, wo wir wieder mal unsere Miss Plastic sehen. Und zwar Charlotte Flair gewinnt gegen Carmella durch Submission im Figure 8 mit einer Matchzeit von 10 Minuten. Nach dem Match will sich R-Truth um seine angeschlagene Carmella kümmern, wird jedoch unterbrochen durch jemanden, der in letzter Zeit wirklich alles unterbricht, bei SmackDown, sowohl als auch bei Raw, und zwar unser Herr Lars Sullivan. Ja, Sullivan kann Truth relativ schnell abfertigen und schickt ihn mit dem Freak-Accident auf die Matte. Anschließend richtet er sein Augenmerk auf Carmella, bevor er aber weitermachen kann, kommt der Referee und bringt ihn aus dem Ring. Beziehungsweise bringt Carmella aus dem Ring. Stattdessen greift er nach R-Truth noch einmal an. Und zwar macht er ihn fertig mit einem Running Sit-Out Powerbomb. Oder mit einer Running Sit-Out Powerbomb. Ja, Lars Sullivan wieder einmal. Er greift ja echt, wie wir eben schon bei Raw gesagt haben, so wie alles an. Was sagt ihr dazu, Leute? Also Carmella gegen Charlotte bin ich nicht wirklich begeistert von. Habe ich letztes Jahr schon wirklich viel zu oft gesehen. Deswegen brauche ich das nicht wirklich. Und zu Lars Sullivan brauche ich auch nicht viel sagen, außer dass er jetzt endgültig bei SmackDown ist und somit dann bei Raw nicht mehr auftreten wird. Das Segment mit den Pfannkuchen, Wettessen oder wie man es bezeichnen will, das war ja auch lustig, wie er dann gesagt hat. Die sind ja kalt! Aber Herge, du glaubst nicht ernsthaft, dass der alle gegessen hat. Die haben zwischendrin Kofi und Wood bestimmt selber gegessen oder ein paar weggeschmissen, keine Ahnung, damit es so aussieht, als ob er die Zeit unterbieten kann. Natürlich hat er den alles selbst gegessen, das habe ich mir von vornherein gedacht. Bin auch mal gespannt, ob dadurch ein Big E vielleicht sauer wird, dass jetzt ein Kevin Owens in dem Stable mit drin ist und dadurch vielleicht ein Big E am Ende, wenn er wieder fit ist, Heel-Turn gegen die Pyro. Da bin ich echt gespannt, was sie da draus machen. Carmella gegen Charlotte, weiß ich nicht, was ich von halten soll. Ich verstehe diese Match-Ansetzung nicht wirklich. Und Lars Sullivan jetzt endgültig bei SmackDown macht Sinn, dass sie ihn ja auch so aufbauen wollen wie Braun Strowman als Monster. Und zwei Monster in einer Show geht nicht gut. Deswegen Lars Sullivan bei SmackDown finde ich meiner Meinung nach besser. Moment Nummer 1, in dem ich bei SmackDown hätte kotzen können. Lars Sullivan taucht auf. Nicht, weil er der ist und weil wir eine Grundabneigung gegen ihn haben. Wie gesagt, man kann sich an ihn gewöhnen, aber er wird als Raw Pick gelistet, 24 Stunden lang, und dann pickt quasi SmackDown den gerade frisch von Raw geholten Lars Sullivan einfach wieder weg. Ja, ich weiß, wir hatten das schon mal, aber ja, ich fand das auch schon mal scheiße. Und genau so geht's mir im Moment auch. Ich stimme dir da vollkommen zu. Mit Lars Sullivan, das war nicht auch nicht gut, dass er da jetzt nochmal gepickt wurde, also zweimal gepickt wurde bei diesem Draft. Ja, keine Ahnung. Ja, wer hätte denn eurer Meinung nach hinkommen sollen? Braun Strowman hätte ja dann wenig Sinn gemacht, wenn Samoa Joe eigentlich ursprünglicher Plan gewesen ist. Doch, hätte Sinn gemacht. Michi, ganz einfach. Etwas, was ich an dem ganzen Draft-Wochenende kritisiere. Wo waren denn die Picks von UK? Genau. Ja, ein Pick dann. Wo waren die NXT-Picks? Ja, die richtigen NXT-Picks, außer die paar wenigen da. Hätte man auch mehr picken können. Ja, aber es hat welche gegeben, aber UK. Naja, NXT macht wahrscheinlich eher Sinn, weil die ja schon vorher hochgeholt wurden. Dass dann da keine mehr kommen, war abzusehen. Ja, aber das Ding ist, UK beziehungsweise NXT wurde ja wenigstens berücksichtigt, UK überhaupt nicht. Und dafür, dass vorher angekündigt wurde, es können alle Brands betroffen sein, und dann lässt man einen aber plötzlich wieder komplett außen vor, finde ich dämlich. Ja, nicht nur du. Aber ja, da gebe ich dir recht. Gehe ich doch mal weit. Carmella gegen Talitchen. Ja,
Nee, brauche ich nicht. Weiter. Lars Sullivan attackiert Artruf. Ich muss sagen, Mann, du steigerst dich. Letzte Woche hast du einen 41-Jährigen und einen 44-Jährigen attackiert. Diese Woche einen 44-Jährigen und einen 47-Jährigen. Er steigert. Ich sag ja, demnächst wird's Vince McMahon. Dann ging es weiter mit einem Segment, was in einem Match endete. Und zwar, The Man, Becky Lynch, machte sich auf den Weg zum Ring. Sie wird ein paar Anturnierungen vornehmen. Nach einigen Becky-Rufen kam sie dann auf ihren Sieg auch von über Ronda zu sprechen. Die Fans beantworten dies mit Becky Two Bells. Und Becky stellt danach klar, dass es egal sei, gegen welche Gegnerin sie antreten wird, um den Titel zu verteidigen. Letztendlich werde sie alle besiegen. Und da sie Doppel-Champion ist, könnte sie sich ja auch das Brand für diesen Kampf aussuchen. So beide Brands aussuchen. Ja, sie kam aber nicht dazu, weiterzureden, denn Ember Moon unterbrach sie, die ja, wie eben schon mal kurz angeschnitten, jetzt Teil von SmackDown ist. Und ja, Becky Lynch warnte Moon davor, dass sie sich besser nicht mit dem Man anlegen sollte, beziehungsweise sich besser nicht unterbrechen wollte. Ember Moon taunte dann im Endeffekt damit, dass sie sich schon selbst einen Namen machen will. Und um das zu erreichen, würde sie dann die Frau, die Ronda Rousey besiegt hat, ebenfalls besiegen. Ja, langes Segment, denn auch Ember Moon wurde unterbrochen. Und zwar Bayley, die jetzt hinzukam, ebenfalls das Wettbewerbswechsel ist. Und ein Segment, das ich relativ lustig fand jetzt. Becky fragte dann sarkastisch Bayley, ob sie denn eine Umarmung haben wolle. Bayley meinte dann jedoch, nein danke, ich habe gestern genügend Leute umarmt. Im Endeffekt redete Bayley über ihre Zeit im Team mit Sasha Banks und verkündete jetzt, dass sie wieder Singles-Wrestlerin unterwegs sei und anstatt den Women's Tag Team Titel im Auge zu haben, haben sie nun zwei andere Championships ins Auge gefasst. Ja, Stichwort Women's Tag Team Title ist gefallen. Wer fehlt dann natürlich jetzt? Richtig, die Champions, die Iconics. Die kamen jetzt rein, machten sich über die Faces ein wenig lustig, bis sie von Paige unterbrochen wurden. Diese will jetzt das Tag-Team enthüllen, welches sie letzte Woche angekündigt hat, welches bei den Titel von Billy Kane Peyton Royce gewinnen wird. Allerdings wird auch Paige's Wort abgeschnitten, denn Sonya Deville und Mandy Rose kommen heraus, die ja die ehemaligen Partnerinnen von Paige sind. Diese beiden hoffen sich eine Reunion von Absolution. Allerdings kündigt Paige etwas ganz anderes an. Und zwar nicht die alte Stable, sondern ein Tag-Team, welches von einer, wo eine Person von beiden aus NXT hochkam. Und zwar stellt sie Asuka und Kairi Sane vor. Muss ich sagen, Kairi Sane finde ich gut, dass sie hochgekommen ist. Aber wieso stellt man sie mit Asuka ins Team? Passt nicht so ganz. Im Endeffekt werden die beiden ein neues Tag-Team und gab eine kleine Schlägerei zwischen diesen Tag-Teams sozusagen. Und Paige kündete dann das nächste Match an. Und zwar ein 8-Woman-Tag-Team-Match zwischen Bayley, Ember Moon, Asuka, Kairi Sane mit Paige gegen die Iconics, gegen Sonya Deville und Mandy Rose. Im Endeffekt haben Bayley, Ember Moon, Asuka und Kairi Sane gewonnen durch einen Pin von Sane an Royce nach dem Insane Elbow mit einer Matchzeit von ganzen 9 Minuten. Ja, lange Rede, langes Segment. Leute, was habt ihr dazu? Moment, Nummer 2. Daniel möchte kotzen. Was sollte dieser Auftritt von einer Paige mit dieser Vorstellung? Ja, ich verstehe, dass man jetzt dann versucht hat, viele da reinzubringen. Ja, es war okay, dass Bayley gewechselt ist, jetzt wo man das Tag-Team scheinbar wieder aufgelöst hat. Ja, ein Wechsel von Ember Moon. Ich habe ihn gefeiert wie sonst was. Aber wenn ich letzte Woche eine riesen Aktion da draus mache und sage, ich bringe das Frauen-Tag-Team schlecht hin, um es gegen die Champions zu stellen, und dann höre ich als Fan, der vor dem Fernseher bzw. Rechner sitzt, als allerersten Namen Asuka, dann suche ich ganz dringend den Eimer. Kairi Sane, ja, ich hätte erwartet, dass man sie mit Io Shirai nach oben bringt. Klar, es wird von Leuten wie Malu und Michi wiederkommen. Die ist noch viel zu kurz bei NXT. Ist ein Argument, das ich gelten lassen kann, aber ich hätte mich gefreut, wenn man beide nach oben gebracht hätte. Malu wird auch sagen, er findet das Tag Team gar nicht so schlecht, weil die gut zusammenpassen. Mag sein, aber wenn ich so eine Ankündigung mache, dann kann ich nicht als allererstes jemanden bringen wie Asuka, weil Asuka im Prinzip als Singles Wrestlerin super funktioniert, wenn man sie vernünftig bockt. Genau, du hast es genau gesagt.
was ich dazu zu sagen hätte. Denn darüber haben wir ja schon diskutiert. Aber ich stimme dir ja auch zu, dass es für die Ankündigung her scheiße war. Aber ansonsten finde ich es eigentlich gut. Dann gehen wir weiter ins nächste Backstage-Segment, wo Kevin Owens derzeit das Intro von New Day übt, welches sonst ja bekanntlicherweise Big E spricht. Der wird es verletzt und nicht dabei sein kann. Also übt es jetzt Kevin Owens. Kofi Kingston und Xavier Woods stehen hierbei dabei mit Rat und Tat zur Seite. Im weiteren Segment stellt Buddy Murphy sich den Fans vor. Ja, die SmackDown-Fans kennen ihn ja noch nicht so, deshalb sie rufen sich auch NXT an. Aber Buddy Murphy sagt dann, er ist ja der ehemalige Cruiserweight-Champion, dass er künftig bei SmackDown auftreten wird. Danach kommen wir auch schon zum nächsten Match, was auch gleichzeitig dann das letzte Match für heute ist, zumindest für SmackDown. Und zwar das 6-Mann-Tag-Team-Match zwischen Kevin Owens und The New Day und Nakamura, Shinsuke Nakamura, Rusev und Cesaro. Welches natürlich Big O und New Day gewinnen durch einen Pin von Owens und Rusev nach dem Stunner. Sie haben eine Matchzeit von ganzen 12 Minuten. Ja, wir sehen wieder die Puppe und damit gebe ich erst einmal zurück zu euch, bevor wir noch zu einem kleinen weiteren Segment kommen. Man muss ja schon sagen, dieses Üben von dem New Day Intro fand ich irgendwie auch lustig. Ich bin echt gespannt, inwieweit es noch mit Big O alias Kevin Owens hinführen wird mit New Day. Ja, am Ende des Match New Day und Kevin Owens gewonnen nach dem Stunner. Meine Meinung, ein richtiger Sieger, gutes Match. Was soll man sonst noch so viel sagen? Also bei dem Intro von New Day habe ich mich wirklich mit Lachen pisst. Unfassbar lustig. Das Match danach noch echt stark. Auch hier ein würdiger Main Event, nachdem ja nicht so begeistert von SmackDown war. Aber trotzdem war SmackDown nicht so kacke. Es gab halt nur wieder, wo man kotzen konnte. Und der Main Event war halt... Man hat ja auch diesen einen Oh mein Gott Move von New Day gesehen, wo sie da immer in diese... die Gegner in der Ecke haben und drauftreten. Dann hat ja am Ende ja auch Kevin Owens dann noch seine Cannonball dagegen gezeigt. Ich habe mir dann noch gedacht, kommt vielleicht auch noch der Tag-Team-Finisher von denen, wo Kevin Owens mit involviert wird. Aber so weit kam es ja dann nicht mehr. Luki, ich stimme dir vollkommen zu. Ich fand SmackDown auch nicht klasse, aber hatte sehr, sehr starke Momente. Das eins davon ist dieser Main-Event. Und ja, bei der Ankündigung von Big O, Kevin Owens, musste man natürlich wieder lachen. Ja gut, Daniel wird gerade auf der Toilette sein, dann mache ich gerade noch das letzte Segment von SmackDown und dann kann er, wenn er da ist, ja nochmal mit einsteigen. Ist und zwar, oder dann ist er schon da, das ist natürlich noch besser, dann übergebe ich jetzt gerade das Wort zu Daniel, dann kannst du das Segment noch machen und dann machen wir weiter. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, war schön anzusehen, ich... fand jetzt auch SmackDown bis auf diese zwei Momente nicht verkehrt. Und auch das Ende war okay, aber wir haben auch am Anfang was vergessen, das wollte ich gerade noch sagen, nämlich das Auftauchen eben von Cesaro etc. Der war nämlich am Anfang schon mal da. Wenn ihr das jetzt besprochen habt, während ich kurz AFK war, dann tut's mir leid, wenn ich das jetzt wiederhole, aber war ja so schon zu sehen. Und von daher die große Diskussion, die da entstanden ist, als Cesaro allein zu sehen war. Was ist jetzt mit Sheamus? Mal sehen, ich weiß es. Nein, du hast recht. Wir hatten es noch nicht besprochen, weil es Intro Trump-Switch aufgefallen ist. Was aber so schlimm ist, du hast jetzt angesprochen, von daher passt das Ganze ja. Kommen wir zum letzten Segment von SmackDown. Und zwar hat Kevin Owens am Anfang erwähnt, dass Vince McMahon noch eine Ankündigung machen wird. Und zwar die größte, die es je in SmackDown gab. Ja, Vince McMahon kommt in den Ring, begrüßt dann die Fans und meint, dass es schön sei, sich wieder im Montreal aufzuhalten. Und ja, die Fans gehören allerdings zu der nicht zerfressischen Sorte und skandieren lautstark You Screwed Brad. Ja, McMahon kommt dann auf den neuen Superstar für SmackDown zu sprechen. Dieser sei charismatisch und sehr talentiert und talentiert, ja, er kann Instrument spielen, sogar mehr oder weniger relativ gut, obwohl man es nicht mitbekommt, da er immer unterbrochen wird. Ihr wisst schon, wen es handelt, und zwar um Elias. Dieser kommt dann heraus, lobt Vince dafür, dass er ihn als größte Neuverpflichtung in der History von SmackDown bezeichnet. Elias spricht nun über all seine die Unterbrechungen, die er in den vergangenen Monaten während seiner Ständchen immer wieder hinnehmen musste und froh, jetzt deswegen froh sei, bei SmackDown gelandet zu sein. Auch wenn ihm der heutige Austragungsort Montreal nicht unbedingt zusagte, ja, ein Elias-Auftritt ohne Unterbrechung wäre ein wenig seltsam, würde ich sagen. Und genauso war es auch. Also ein Elias-Auftritt ohne Unterbrechung macht keinen Sinn. Deshalb kommt dieses Mal Roman Reigns raus, der damit seine Wechsel zu SmackDown besiegelt
Und zwar nicht mit Worten, sondern mit einem schönen Spear. Nachdem sich Vince McMahon vor Reigns aufgebaut hatte, muss dieser tatsächlich auch was anstecken. Und zwar hat Roman ihm einfach mal einen Superman-Punch verpasst. Reigns ergreift daraufhin das Mikro dann und erklärt das SmackDown zu seinem Yard. Er verpasste erst daran einen zweiten Spear und mit diesem Spear endet dann die Show. Ja Leute, wollt ihr zu dieser Serie noch was sagen oder wollen wir weitermachen? Ich halte mich da ganz kurz. Ich werde mich wahrscheinlich mit der Aussage ein bisschen unbeliebt machen, weil andere finden das wieder kacke. Ich fand es allerdings nicht so scheiße, denn ich finde, man hat es besser umgesetzt, als man es hätte machen, als viele erwartet hätten. Denn man hat hier Elias als die größte Ankündigung angekündigt und ich Roman Reigns. Deswegen war das vom Booking-technischen her jetzt nicht so Bullshit, wie andere das vielleicht sehen. Deswegen fand ich das auch nicht kacke, aber ich denke mal, die anderen werden sich da jetzt auskommen. Falsch. Jein. Falsch. Ich bin voll bei dir. Ich fand das auch super gelöst. Wir haben den ganzen Abend schon gesagt, es muss Roman Reigns sein, weil über Roman Reigns ist den ganzen Abend noch kein Wort gefallen und auch bei Raw wurde nur ganz kurz angeteased, von wegen, es könnte ja sein, dass, aber das war's dann. Also es musste Roman Reigns sein und es dann aber über Elias als die super Ankündigung zu lösen, fand ich mega geil gemacht. Zumal man mit Vince jemanden genommen hat, der in seiner Promo ja sowas von begeistert über Elias war und damit Elias musikalisch auch mal jemanden an die Seite gestellt hat. Zwinker, Zwinker, der das fördert, was er tut und das gerade mit Vince war super gelöst. Und dann kommt Roman und unterbricht ihn wieder und wir haben wieder dasselbe Segment im Prinzip, dass Elias irgendwas macht. Roman, irgendwer kommt und unterbricht ihn, in dem Fall Roman Reigns. SmackDown braucht auch Star Power jetzt, wo AJ weg ist. Und ja, und du baust auch einen Roman vernünftig auf, indem du ihm sogar erlaubst, einen Vincent Superman Punch zu verpassen. Von daher, ich bin voll bei dir, Luki. Alles gut. Ich sage das so jein. Fand super, dass die Ankündigung nicht Roman Reigns persönlich war. Das wäre etwas zu viel des Guten gewesen. Da stimme ich vollkommen zu. Im Endeffekt, dass es dann Elias war, finde ich ein bisschen enttäuschend. Denn dann hast du schon wieder das Gleiche gehabt, wie du gesagt hast. Elias macht was. Am Ende wird er nur wieder abgefertigt. Das passiert jetzt jede Woche. So langsam nervt es auch mich, wie Suki auch schon angesprochen hatte, bei War. So langsam nervt mich das jetzt auch. Denn ich würde ihn auch lieben gerne wieder im Ring sehen, denn der Junge hat ja was drauf. Hast du doch jetzt im Mai. Wann? Jetzt im Mai. Oh wow, ist auch noch nicht bestätigt. Natürlich ist auch, wo er wahrscheinlich auch hingerichtet wird. Natürlich ist das bestätigt. Ja? Ja, okay, ja, dann sieht man ihm jetzt nach gefühlten 30 Monaten wieder im Ring und was soll's, er wird wieder hingerichtet und das war's. Ja, muss das sein? Gegen den Undertaker, ja. Ja, ich weiß, was das alles soll. Ich hätte vielleicht gefeiert, hätte man einen Drew McIntyre da als Riesennummer rausgebracht und dann wäre Roman Reigns reingekommen, das hätte ich mehr gefeiert. Aber so ist es in Ordnung gelöst, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht bin. Also das ist ein Roman Reigns. Nicht wahr, da stimme ich euch auch zu. Haben sie gut gelöst, aber man ist auch echt enttäuscht, kann man sagen. Man hört, er hat eine riesengroße Ankündigung. Größer, also eine große Ankündigung, die es noch nie bei SmackDown gegeben hat. Und dann kommt da so ein Elias. Also da hätte man auch was anderes sich denken können. Aber am Ende haben sie es gut gelöst, dass sie nicht Roman Reigns angekündigt haben und ihn quasi zum Unterbrechen genommen haben. Daniel hatte ja auch schon gesagt, den Superman-Punch hat man doch gesehen. Der ging voll auf die Brust. Na, in der Wiederholung hat man dann gesehen. Nein, er hat ihn voll im Gesicht getroffen. Also echt mega gut gemacht dann am Ende. Ich würde ihm sagen, mega gut, mega gut. Ja, und damit verabschieden wir uns von SmackDown. Und kommen zum letzten Teil unseres Podcasts. Und zwar zu NXT, was ja, wir haben heute Donnerstag für uns gestern Abend lief, was dieses Mal in der Full Sail University im Winterpark Florida ausgetragen wurde. Yes. Und zwar, da habe ich jetzt nicht dann so drauf geachtet, wenn du es sagst, dann wird das so sein. Achte ich ja dann so drauf, wo sie sind. Aber auf jeden Fall startet NXT dieses Mal nicht wie schon so oft in der Promo. Nein, sondern direkt mit einem Match. Und zwar ging es um den NXT North American Championship, den ja aktuell Velveteen Dream hat. Er musste sich gegen Buddy Murphy durchsetzen, der ja, wie wir eben mitbekommen haben, jetzt das Match gewechselt ist. Dadurch passt es auch ganz gut, dass Velveteen Dream gegen Buddy Murphy gewann durch Pin nach dem Purple Rainmaker mit einer Matchzeit von 14 Minuten 57. Schönes Match. Im Endeffekt sage ich, da wir jetzt
Da wir hier wissen, dass Buddy Murphy zu Raw gegangen, zu SmackDown geht, gegangen ist, finde ich es sogar relativ gut, dass sie ihn verlieren lassen haben, weil wäre unsinnig, ihn auf den Titel gewinnen zu lassen, wenn er eh weggeht. Danach haben wir in einem Videosegment gesehen, und zwar die Street Profits. Die sprachen über, dass jetzt die Mütter greifen wollen, den General Manager von NXT, William Regal, zu sprechen, und zwar wegen einem Titelmatch. Also gingen sie zum Büro, klopften an, und es kam auch heraus. Allerdings nicht wie erwartet der GM, sondern die aktuellen Tag Team Champions, die War Raiders, beziehungsweise jetzt halt The Viking Experience, Eric und Eva, beziehungsweise Rowe und Hansen. Diese beiden sagten dann zu Dawkins und Ford, dass sie mit dem GM gesprochen haben und in 2 Wochen werden diese beiden Tag Teams sich in einem Match gegenüberstehen. Ja, was sagt ihr zu diesem Match und zu diesem kleinen Segment, Leute? Ich kann mich noch dran erinnern, wo ich da saß und gesagt habe, passt auf, Velveteen Dream gegen Buddy Murphy wird der Opener. Und so war es dann auch. Und das Match war verdammt stark, war ein würdiger Opener und auch das, was ich von den beiden erwartet habe. Das unterstreicht auch für mich nur, dass ich Buddy Murphy lieber bei NXT sehen will und nicht bei SmackDown. Aber so werden wir es nicht bekommen. Ich hoffe, dass ein Buddy Murphy trotzdem bei SmackDown seine Sachen reißen kann, die er eigentlich könnte. Da muss man dann abwarten. Und zu den Street Profits zeige ich nicht, da bin ich währenddessen ins Druck gegangen. Ich hoffe nur, dass das Ganze Non-Title Match bleibt. Genau. Ja. Das Match Velveteen Dream gegen Buddy Murphy. Ein Superman. Ein Weltklasse-Match. Buddy Murphy erinnert mich zum Teil von seinem Ringstil her an einen Kenny Omega, weil er auch so Flugaktionen bringt, in denen er super hoch springt und super weit springt und dann im nächsten Moment so Kniestöße bringt, die von einer anderen Welt sind. Und dann im nächsten Moment wieder irgendeine Aktion, wo er Kraft zeigt. Das ist ein super Mix bei Buddy Murphy. Und er hat hier abgerissen, wie schon seit WrestleMania nicht mehr, was ja nicht ganz so lange entfernt ist. Also nicht ganz so lang her ist, so will ich sagen. Und ja, ich find's nur schade, dass man sich quasi selbst damit gespoilert hat, jetzt durch den Shake-Up, weil man ihn zu SmackDown gedraftet hat damit. Und deswegen war klar, dass er den Titel nicht gewinnt. Finde ich schade, aber kann ja leider ein Triple H nicht für. Ja, ja. Aber egal. Und bei den Street Profits, ich hoffe auch, dass es ein Non-Title-Match ist. Die Street Profits brauche ich im Titelgeschehen nicht. Ja gut, wenn keiner was zu sagen hat, dann nehmen wir nämlich weiter. Und zwar zu einer Promo. Und zwar der neue, beziehungsweise jetzt auch aktuelle NXT-Champion Johnny Gargano kommt unter großen Reaktionen des Publikums zu bringen, um eine Promo zu halten. Wird allerdings unterbrochen, und zwar von der Undisputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Cole sagt, dass er eigentlich NXT-Champion sein soll, da er bei TakeOver New York den ersten Fall gewonnen hat. Gargano meinte dazu aber, dass Cole daraufhin seine letzte Aufgabe gebracht hat, dass er ihn. Cole nähert sich dem Ring. Doch dann wird der Renner hinter Sir Roderick Strong angegriffen. Die Reste mit der Undisputed Era kommen jedenfalls in den Ring und lassen der Renner nach einem Beatdown im Ring liegen. Ja, merkt man wieder, wer das Heel Stable ist. Danach haben wir ein kleines Video gesehen, und zwar einen Debütanten bei NXT, und zwar den guten Kushida, der in 2 Wochen seinen Einstand bei NXT feiern wird. Danach kommen wir zum nächsten Match. Was, weißt du, ob das tatsächlich, ob das vielleicht sogar ein Rekord ist? Müssen wir uns mal genau informieren. Es war zumindest vermutlich für NXT ein Rekord. Und zwar in dieses Match eine ganze 13 Sekunden. Und zwar war das ein Singles-Match zwischen Dominik Djakovic und Aaron Fry, was Dominik Djakovic wie so nach 13 Sekunden durch einen Cyclone-Kick und einen Pin gewann. Nach dem Match griff Djakovic zum Mikrofon und sagte, dass er gegen The Velveteen Dream um die NXT North American Championship antreten möchte, was ja wahrscheinlich auch nicht schlecht sein wird. Was sagt ihr dazu? Sehr kurz, war das ein Weltrekord? Nein, es gab schon schnellere Matches. Also zu dem Segment mit Johnny Gargano war mal wieder eine mega gute Promo, dass eine Undisputed Era rauskommt und unterbricht, war abzusehen, dass sich ein Adam Cole beschwert. Dann ein Roderick Strong von hinten, hätte man sich auch schon denken können, da er ja gefehlt hat, wo sie rausgekommen sind. Und zu dem Match gibt's nicht viel zu sagen, 13 Sekunden, Kick, Pin, fertig, Ende aus Mickey Mouse. Das, was wahrscheinlich jetzt bisschen schnell kommt, ist, dass er Velveteen Dream herausgefordert hat und gesagt hat, er will den Championship-Titel haben. Da hätte man vielleicht noch ein paar Wochen mehr aufbauen können, aber werden halt mal sehen, wann darauf Velveteen Dream reagiert. Ja, es ist doch so. Johnny Gargano wieder mit einer super Promo. Undisputed Era, die können auch labern, vor allen Dingen Adam Cole. Das war super stimmig, es hat alles gepasst.
Es hat mich unterhalten, das was sein soll. Roderick Strong kam dann, also alles wie ich es mag bei NXT. Und dann das Match, Dominik Dijakovic mit diesem Discus Big Boot oder was das ist, bei dem sage ich mir immer wieder, ein Mann mit solch einer Körpergröße sollte sich nicht so bewegen können. Aber ja, es ist super, was der immer bringt. Der Kick hat auch wieder so gesessen. Also Mama mia, echt super. Gut, kann ich was zu sagen. Machen wir weiter mit dem nächsten Backstage-Segment. Und zwar Katie Kelly erwischte die Undisputed Era nach, wie denn die aktuelle Stimmungslage in der Gruppe ist. Adam Cole ignoriert die Frage einfach mal und sagte, dass man nicht die Kontrolle über die Lara verlieren wird. Cole spricht wenig über Johnny Reno, bis William Regal dazu kommt. Der GM teilt der Gruppe mit, dass er sich mit der Reno unterhalten hat, der NXT-Champion möchte kriegen. Die Undisputed Era antreten. Und sein erster Gegner wird Roderick Strong sein. Dieses Match wird in den nächsten Wochen stattfinden. Danach haben wir noch eine Promo. Elia, keine Ahnung, wie es ausspricht. Und Vanessa Bourne hält eine Promo und fordert Candice LeRae sein Tag Team Match in der nächsten Woche heraus. Danach kamen wir zum nächsten Match, zum letzten Match für heute. Um den NXT Women's Championship. Sollte mit einer kleinen Regel, würde ich fast so sagen, darin. Und zwar, sollte Kairi Sané verlieren, wird sie keine weitere Chance auf die NXT Women's Championship behalten. Was ja auch nicht schlimm ist, denn sie ist ja jetzt bei SmackDown, was meine ich? Ja, doch. Ja, im Endeffekt war es auf jeden Fall so, Shayna Baszler oder Mario Master, wie wir sie liebevoll nennen, gewann gegen Kairi Sané via DQ, nachdem Io Shirai das Match angegriffen hatte. Ja, Matchzeit von 8 Minuten 22. Und ja, nach dem Match werden Zayn und Shirai von den MMA Four Horsemen angegriffen. Mit fallenden Heels geht dann auch NXT zu Ende. Ja, Leute, sagt was dazu. Ein letztes Mal für heute sozusagen. Ich halte mich da relativ kurz, weil ich will nur zwei Sachen ansprechen. Und zwar einmal das Tag Team Match zwischen Elia und Vanessa Bourne gegen Candice LeRae und hoffentlich Casey Catanzaro. Das könnte ich mir echt vorstellen. Und da freue ich mich drauf, wenn das so kommen würde. Und das Titelmatch war so zu erwarten, nachdem Kairi Sane ja schon bei SmackDown war. Aber da war von Anfang an